Barkeeperin, das ist jetzt gerade natürlich extrem reduziert, aber in der glücklichen Situation angestellt zu sein, Kurzarbeit, und wir verkaufen so Drinks am Wochenende, also gebottelte Drinks am Wochenende, und werden getestet nach wie vor und sehen uns, also ich liebe meine Kollegen und sogar meine Chefs, also von daher ist das eine angenehme Situation, in der ich bin. Es ist die Miranda Bar, beste, meiner Meinung nach, großartigste Cocktailbar in Wien. Es gibt wirklich viele gute Cocktailbars und wir sind, glaube ich, insofern besonders, als dass wir sehr unprätentiös sind. Und das ist zum Beispiel auch was ich habe das Gefühl, was die Gastro betrifft, man könnte sicher, mal angenommen, das Leben ist irgendwann wieder normal. Man kann ja da, glaube ich, gut Geld verdienen in gewissen Lokalitäten. Aber bei mir hört es schon damit auf, wenn mir jemand sagt, was ich anzuziehen habe. Also das kann man schon mal machen. Nur jetzt so für tägliches Ding, würde mir das komplett in meiner Freiheit einschränken, obwohl es vielleicht lächerlich ist. Aber das ist so eine Sache, wo wir zum Beispiel, wir machen nicht dieses schwarze Hemd hinter der Bar und so, bei uns sind ein Haufen Individualisten und passen gut zusammen. Nichts auf der Welt kann mir so viel Geld geben, dass ich 8 Stunden am Tag was machen möchte, was ich eigentlich nicht machen möchte oder wo ich nicht wirklich dabei bin. Das hat einerseits damit zu tun, dass ich natürlich in einer glücklichen Situation bin, dass ich in meinem Leben auch nie jetzt echte existenzielle Sorgen gehabt habe aufgrund von meinen Eltern, und die sind recht potent und ich weiß, ich könnte immer was haben, wenn ich es brauche. Das ist schon was, also diese Freiheit zu haben, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn man das nicht hat. Deswegen kommt mir immer vor, ich kann sehr viel leichter reden als andere Leute, dass mir Geld nicht wichtig ist, weil ich weiß ja auch nicht, was es bedeutet, wenn man keines hat, so richtig. Ich weiß nicht, ich habe zu Geld so ein ganz eigenartiges Verhältnis, weil es geht sich immer irgendwie aus. Ich weiß gar nicht so sehr, warum. Ich glaube, das habe ich von meiner Oma. Die ist auch so. Die hat auch immer irgendwie, weiß ich nicht, mein Gott, die färbt sich auch immer noch so und schneidet sich selber die Haare und so, und war in ihrem ganzen Leben nie beim Friseur. Vor 4 Jahren oder was hat sie, glaube ich, das komplette Dach gestrichen, was ich gesagt habe, sie ist ja nicht irre und schiebt irgendjemandem 8.000 Euro in den Schlund. Also ist sie da selber mit ihren 80 auf dem Dach herumgekrebst und hat das halt lackiert. Solche Sachen. Und so habe ich irgendwie das Gefühl, ich gönne mir alles, was ich will, aber ich will gar nicht so viel. Ich gehe nicht gern shoppen. Ich nehme lieber Zeugs von Freundinnen oder tausche was. Und ja, ich weiß nicht, also ich habe da irgendwie so keinen Status. Ich weiß nicht, ich will kein Auto. Ich wohne gern mit Menschen zusammen, was natürlich die Lebenserhaltungskosten sehr viel, sehr überschaubar macht, ne? Also, und das ist das, was ich aber für mich einfach tatsächlich als Freiheit empfinde, möglichst wenig arbeiten zu müssen. Klingt jetzt blöd. Aber so, Lohnarbeit. Dadurch ist das für andere ist es vielleicht so, ist schon ein bisschen so, diese Studentenzeit ist ja vorbei, mal abgesehen davon, dass ich Schauspiel studiert habe, wo Studium schon fast ein wildes Wort dafür ist. Aber es ist vielleicht absurd, mit über 30 noch so quasi mit seinen Freundinnen zu leben. Aber ich weiß nicht, ich finde das ideal, so
Also ich habe da kein, ich hab nicht das Gefühl, es geht mal was ab. Ich finde es auch voll okay, wenn Leute sagen, so war, wow, ich will mal echt fett Geld haben und sich dann in die Richtung ausbilden lassen, sich überlegen, was, wo verdient man dann gut, was wird gebraucht, was weiß ich. Finde ich voll in Ordnung, ich kann es nur, also für mich ist es völlig uninteressant, ich wüsste gar nicht, was ich damit dann tun würde. Schon gar, wenn man nirgendwo hinfliegen kann. Also kurz zusammengefasst, wenn ich das, mal das anschaue, wo ich herkomme, dann, und da schneide ich jetzt sicher ganz viele Dinge ab, die wichtig sind, aber mein Papa kommt aus einem Elternhaus, wo kein oder wenig Geld da war, ist eigentlich ein künstlerischer Typ auch, also war damals, glaube ich, auf der angewandten Vera genommen worden und am Konservatorium für Gitarre und hat sich dann doch für das Medizinstudium entschieden. Eben, glaube ich, weil für ihn schon ein gewisses, also er ist in Salzburg aufgewachsen, hat Freunde gehabt, die aus betuchteren Familien kommen sind und so weiter. Und ich glaube, für ihn war das ja schon manchmal bitter, irgendwie dann nicht so mithalten zu können, obwohl er das von seiner Persönlichkeit her sicher hat. Aber jetzt so, ich stelle mir halt vor, irgendwelche ausrangierten Skisachen und eben so Statussymbole. Das, glaube ich, ist so ein Mitgrund, warum er sich dann für Medizin entschieden hat. Und wenn wir darüber sprechen, bereut er das auch nicht, weil er ist extrem gut in dem, was er macht, sehr erfolgreich. Und das ist auch eine sinnbringende Beschäftigung. Und ich glaube, und manchmal fragt er sich aber, und das ist das, was ich immer spannend finde, ob es vielleicht mit jetzt einem dieser künstlerischen Berufe auch so geklappt hätte mit dem Erfolg und Menschen erreichen und bla. Und ich glaube, dass das so ein Mitgrund ist, warum er und meine Mama auch, also unabhängig voneinander, aber doch zusammen, mir signalisiert haben, dass sie mich unterstützen. Damals, also nach der Matura, war ich ja jahrelang in Kolumbien, habe Sozialarbeit gemacht dort. Und dann haben sie, wo ich zurückgekommen bin, mir quasi eröffnet, dass sie mich bei allem unterstützen wollen, was sie machen möchte, selbst wenn das sowas wäre wie Schauspiel, was für mich damals so, oh mein Gott, sie kennen einen doch, das ist ja verrückt, weil ich das nie deklariert habe, dass sie das möchte. Also so als Kind, glaube ich, schon einmal, wo man ja noch alles sagen darf, dann irgendwann kommt man in das Alter, wo es heißt so, ja, jetzt machst du mal die Matura und dann vielleicht doch lieber was, womit man auch ein Geld verdienen kann und so einen richtigen Beruf. Man kann ja als Hobby Schauspielerin sein. Und daraufhin habe ich das einfach nicht mehr gemeldet, weil ich mich mit solchen Sachen nicht auseinandersetzen wollte. Wir haben gedacht, schauen wir mal, was passiert dann jetzt plötzlich so quasi der Segen von den Eltern. Und genau, und dann habe ich mir auf dieses Schauspiel, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ich habe mir das so sehr darauf versteift innerlich, dass das so funktionieren muss. Vielleicht auch, weil das ja immer so, man erfährt, sie sagen einem das ja auch schön, immer schon am Anfang, es wären ganz wenigen es schaffen, wobei man ja auch nie genau versteht, was das bedeuten soll. Es gibt ja ganz unterschiedliche Formen des Berühmtheitsgrades oder es gibt ja auch Menschen, die einfach so vor sich hinarbeiten wie ein Normaler ohne den ganzen Glamour und so weiter. Ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe, ich habe auf jeden Fall innerlich gefühlt, also wenn, das ist mir wurscht, wenn das niemand schafft, ich werde das schon, also wer, wenn nicht ich, so die Großkotzige. Und irgendwann bin ich draufgekommen, also es hat auch ganz gut angefangen eigentlich, während der Ausbildung schon so ein paar Sachen zu drehen kriegt und so, anders als, hat man dann immer den direkten Vergleich, anders als andere. Und dann hat mir, glaube ich, diese paritätische Prüfung einerseits so zusammengehauen. Irgendwie bin ich mir immer, trotz alledem, ich bin mir immer ein bisschen vorgekommen wie so, ich sag mal, wie eine Betrügerin. Ich glaube, ich habe immer irgendwie so das Gefühl gehabt, ich tue nur so, als könnte ich da, eigentlich weiß ich überhaupt nicht, was ich da mache. So.
Und es hat mich sehr lange gebraucht, bis ich mir irgendwie so vor mir selber mal eingestanden habe. Ich glaube, ich bin keine Ausnahme. Also wenn man sagt, so diese Ausnahmeschauspieler, dieses 1% oder was, die einfach alles, Kategorie Meryl Streep, die einfach alles können, dann gibt es natürlich diese ganze Typecast-Nummer oder Leute, die halt einfach als für eine Sache funktionieren. Daher glaube ich, also ich habe das immer geschoben auf Österreich. Erstens spielen immer die gleichen Leute dieselben Sachen. Zweitens, wer mich nimmt man nicht für eine Julia und auch nicht für ein Gretchen. Und für diese ganzen tollen, starken Frauenrollen bin ich zu jung. Also damals zumindest so. Ich hab da immer im Außen sehr viel Erklärungen gefunden, warum das alles unfair abläuft mir gegenüber. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war echt einfach so ein jahrelanger Prozess, bis ich mal so mit diesem, das mal so zulassen konnte, dass das vielleicht einfach gar nicht das ist und dass das auch okay ist. Ich bin halt draufgekommen, dass die Schere, das dürfte das Sozialisierungsthema sein, weiß ich nicht, aber wenn die Schere sehr weit auseinander geht zwischen dem, also was man sich fühlt, dass man ist beruflich, und dem, womit man seine Zeit verbringt oder sein Geld verdient, wenn das sehr lang sehr auseinander geht, dann ist das irgendwie unbefriedigend. Ich habe es als extrem unbefriedigend empfunden. Weil ja, es ist cool, aber es ist halt nicht sehr cool, wenn es nicht rennt. Und dann so viel Energie darauf zu verwenden, mir innerlich zu pushen, so von wegen, das ist okay, du bist trotzdem Schauspielerin. Das ist unabhängig davon, ob du gerade spielst oder nicht. Also, warum eigentlich? Warum muss ich das eigentlich sein? Warum ist mir das so wichtig? Ja, und wo ich das so angefangen habe loszulassen, ich habe ja dann wirklich das finde ich krasseste gemacht, was man da machen kann, auch weil es mir so zugefallen ist. Mein damaliger, also ein Freund von mir, der dann zu meinem Freund geworden ist, aber der beim Film gearbeitet hat und mich dann gefragt hat, ob ich nicht bei diesem nächsten Projekt als Setrunner arbeiten will. So, weil du hast eh nichts zu tun, so ungefähr. Aber eh auch mit so einem, der hat schon gespürt, dass ich irgendwie frustriert bin von dem Unbeschäftigtsein. Ja, da habe ich mir dann gedacht, ja, okay, warum eigentlich nicht? Eh noch so ein bisschen mit diesem, also ich kann mich erinnern, dass da glaube ich, weiß ich nicht, meine Eltern, also so, das ist eh nicht so schlecht, da lernst du ja auch Leute kennen. Also so quasi, vielleicht kriegen wir so rum den Fuß in die Tür, was natürlich Blödsinn ist, weil jemand, der die kennenlernt am Set, als da hin und her laufen, der wird sich nie an dich erinnern, als oh, die könnte aber vielleicht die Haupt, also so, die war doch toll. Genau, und hat dann aber halt so quasi diese ganze Branche mir von der komplett anderen Seite angeschaut und ja, fand das dann auch spannend zu sehen, wie, also ich hab da so, ja, wie sich auch Schauspieler verhalten. Also diese Großkotzigkeit, die sind überhaupt nicht alle, aber so alle an diesem Set arbeiten, alle, jeder Einzelne, jedes Rädchen arbeitet nur darauf hin, damit der Schauspieler in dem nur das tun muss, was er tun muss. Und ich finde das auch richtig, also das ist jetzt keine Kritik an der Situation, aber das zu sehen, da habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich gut für alle Schauspieler und drinnen im Zuge ihrer Ausbildung mal irgendwie am Set zu arbeiten, einfach nur um zu verstehen, wie viel da dahinter steckt und wie viele Leute für sehr viel weniger Geld als der Schauspieler verdient, da richtig harte Arbeit leisten, die man überhaupt nicht sieht. Ja, es hat sich nicht so wie meins angefühlt, glaube ich, weil ich glaube, es hat mir einfach so ich habe irgendwann bemerkt, dass es so, ich bin sonst im Leben irgendwie recht selbstsicher, ich bin auch ganz gut aufgestellt, ich habe so viele Leute, die mich unterstützen und feiern und wo ich so ganz ich selbst sein kann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn manchmal fängt man ja was an und die Sache ist neu und man hat das Gefühl, das gehört dazu, dass sich das nicht stimmig anfühlt, weil das eben vielleicht so eine große Sache ist oder
Vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür, dass das passt, weil sich's eben, weil man so hinterher läuft oder so viel damit hadert und so. Und eben dann eigentlich mehr habe ich es gemerkt durch so Situationen, wo sich's eben richtig angefühlt hat. Das war zum Beispiel für mich, war glaube ich wenn man so sagt, dieser Moment, den man ja als Schauspieler, dem jagt man natürlich hinterher, aber man darf eigentlich nicht, weil das passiert halt nur so und so oft im Leben, dass man so wirklich, dass man so eins ist mit der Rolle, also dass man sich wirklich verliert. So, es ist ja auch egal, es geht ja nicht darum, dass ich mich so spüre, sondern dem Publikum muss das gefallen. Das sind natürlich unterschiedliche Ansätze, aber zum Beispiel, ich bin Fan von dem Ansatz, dass man sagt, ich will ja keine Körperflüssigkeiten sehen auf der Bühne. Ich will sehen, wie jemand versucht, nicht zu weinen, so wie das halt im echten Leben ist und nicht, wie jemand toll weinen kann. Aber das kennen wir ja eh so, wow, wie kannst du dir so viel Text merken und kannst du auf Befehl weinen? Das sind so die zwei Hauptfragen dabei, sind es zwei von den einfacheren Sachen, wenn du mich fragst. Aber so. Und ich habe in New York dann einmal so einen Schauspielintensivkurs gemacht und da gab es so einen Moment, also da hat mir dieser Unterrichtende einfach eine wirklich gute Rolle gegeben und ich habe nur in diesem Klassenzimmer quasi, aber das war einfach, da habe ich das gespürt, also da habe ich das gespürt. Also ich bin aus der Sache auch rausgegangen, aus New York generell mit so einem Boost von, okay, passt, das ist doch meins, nur um in Österreich wieder so, ja, zu versandeln, aber dann bin ich auch durch so Sprechersachen, also wo ich einfach gemerkt habe, ich war in dieser Sprecherkartei dann und habe immer wieder so Kleinigkeiten gekriegt und ich bin einfach reingegangen, völlig ohne, ungestresst und habe das Gefühl gehabt, ich bin in meinem Element und dann waren natürlich die Rückmeldungen auch dementsprechend. Aber ich habe dann so gemerkt, so, okay, es ist möglich, was zu machen, das sich einfach total authentisch anfühlt. Also vielleicht ist es, wenn es sich nicht authentisch anfühlt mit dieser Spielerei, vielleicht ist es das dann einfach nicht. Das war, glaube ich, für mich was, wo ich so gemerkt habe, dass ich vielleicht auf mein Gefühl vertrauen sollte und einfach mal den Gedanken. Und dann war eigentlich alles nur diesen Gedanken mal zulassen, das mal loszulassen, weil wenn es nicht weggeht, dann geht es eh nicht weg. Und da habe ich erst gemerkt, wie sich halt eben andere Sachen auftun und wie mir das so total entlastet. Auch ein zweiter Punkt ist vielleicht, dass es sich so sehr nach, es geht um Leben und Tod anfühlt, eh wie beim Film generell oder zum Beispiel bei der Zeitung. Da habe ich das auch erlebt. Also da merke ich, da geht mir echt das Gimpfte auf. Wenn Leute so tun, es ging um Leben und Tod, dabei geht es nicht um Leben. Und es geht einfach nie um Leben und Tod, außer es geht um Leben und Tod, ne? Was ich dann wieder von meinen Eltern zum Beispiel schon mitbekomme, dass das ein Ding ist. Es geht so weit, dass ich immer denke, okay, sollte ich Kinder haben unter Umständen, überspringt es wieder Generationen und die sagt denen, hey Leute, macht's Medizin, weil es wird immer so getan werden, als ging es um Leben und Tod, könnt ihr gleich was machen, wo es tatsächlich um Leben und Tod geht. Ne? Also das ist sowas, wo da, wenn ihr das realisiert, dass das irgendwo so läuft, dann steige ich aus. Das ist natürlich jetzt zum Beispiel das Barkeepern auch eine Sache, wir tun nicht so, als es geht uns schon um was, wir meinen das auch ernst und wir wollen da auch irgendwie besser werden und Leute glücklich machen und sonst was. Und Nachhaltigkeit und solche Dinge spielen dann natürlich auch eine Rolle. Wie kann man das so machen, dass das auch insgesamt fair ist? Aber die Fallhöhe ist nicht so. So als, oh mein Gott, wenn ich stelle vor, es steht an einer Spalte nichts in der Zeitung morgen. Die Welt geht unter. Ich habe den Anspruch, wenn ich was zusage, auch wenn mir das eigentlich nicht so freut, aber ich war schon immer wieder in der Situation, dass ich mir gedacht habe, okay, passt, das ist jetzt die Möglichkeit, die wird mir so hergespült. Vielleicht sollte man das anschauen. So, mein erster Instinkt ist oft, oh nein, aber nicht zu faul oder boah, das hört sich anstrengend an, was auch immer. Und dann motiviere mich dazu und denke mir so, so nehme ich das Leben ja wahr, dass die Dinge für einen Grund passieren, den man vielleicht gar nicht erkennt oder erst sehr viel im Nachhinein. Aber so möchte ich eigentlich das Leben leben. Also gibt es manchmal so Sachen, die fühlen sich mulmig an, aber ich denke mir dann, ich muss es trotzdem zumindest probieren. Und dann habe ich schon den Anspruch an mich auch, das halt so gut zu machen, wie ich irgendwie kann. Und dann bin ich schon auch, also dann mache ich mich schon auch wahnsinnig damit. Also da bin ich dann, gebe ich mich nicht mit so einem Mittelding zufrieden. Also man weiß, dass das sind ja die Dinge, die man eh immer nur über sich selber
ehrlich wissen kann, ob man jetzt so den Mittelchen gemacht hat oder Ding. Und das ist ja auch alles in Ordnung. Und von außen, die Leute sehen ja nicht einmal unbedingt, wie viel es dafür gebraucht hat oder wären mit weniger ja auch zufrieden gewesen. Aber das ist so ein Anspruch, den ich an mich habe, trotz aller Faulheit. Also wenn ich was mache, dann halt wirklich ganz. Und ich habe jetzt zum Beispiel diese Filmsache, also von hinter der Kamera ja auch 3 Jahre lang durchgezogen mit steigendem Erfolg und bin da auch gut angekommen, glaube ich, weil man mir das dann schon anspürt, dass ich halt alles gebe, so. Ich glaube, sobald, wenn es jetzt eine Sache gäbe, die sich für mich so anfühlt, wie das ist es, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich, bis ich nicht mehr kann, alles gebe. Was mein? Nur, ich glaube, bei mir ist es einfach nicht eine Sache. Oder schon, und ich habe sie noch nicht richtig gegriffen. Aber ich bin voll. Es ist ja, das klingt ja auch alles so, als fände ich mich selber so lässig. Mittlerweile bin ich gut mit mir, weil ich ja auch verstanden habe, dass ich mir selbst eh nicht auskomme. Aber ich habe ganz viel darüber nachgedacht, wie gerne jemand wäre, der auf die Welt kommt und weiß, oder weiß ich nicht, es gibt ja Leute, die erzählen, mein Opa zum Beispiel erzählt, der hat gewusst, er ist Arzt. Der musste das dann halt noch werden, aber er hat gewusst, also er ist es schon, er muss halt durch die Emotions gehen, dass die Außenwelt das auch sieht. Aber ich habe ganz viele Menschen um das beneidet, die so ein ganz klares Calling haben oder in sich halt spüren oder auch nur eine Sache können. Die sagen ja dann oft, na, ich kann halt nichts anderes, ich kann halt nur, weiß ich nicht, was auch immer. Und dann nur das machen. Also so, ich habe mal ganz viel darüber nachgedacht, wie viel leichter das Leben wäre, wenn für alle Beteiligten, also um mich herum, so. Machst du jetzt das Licht an oder nicht? Nein. Heute ist Fasching. Ich wünsche euch alles Gute. Ich glaube, ich verlasse mich schon mehr und mehr aufs Leben tatsächlich. Also, ich habe so das Gefühl, es macht natürlich einfacher, dass man ja älter wird und wenn man dann die Erfahrung macht, also ich habe das Gefühl, das Leben meint es so gut mit mir. Immer schon. Von allen, ich bin halt auch so, das ist zum Beispiel was, womit ich mich gedanklich brutal viel auseinandersetze, ist dieses halb volle, halb leere Glas. Die grundphilosophische Frage natürlich, das Glas ist ja immer dasselbe, das ist immer halb voll und halb leer gleichzeitig und trotzdem macht es die Welt einen Unterschied, wie ich es betrachte. Nur wie ich es betrachte, hat ja nichts damit zu tun, ich bin ja nicht so toll, weil ich schaffe es optimistisch zu bleiben, sondern das ist mir irgendwie gegeben. Das mag jetzt, weil jetzt denke ich viel darüber nach, ob das anerzogen ist oder da, also Nature, Nurture, was bisschen was von allem, wie auch immer. Aber ich fühle mich als Gewinnertyp irgendwie, selbst wenn sich das nicht manifestieren wird. Was es dann aber automatisch tut, weil Leute fühlen das ja irgendwie mit und ich weiß es nicht genau. Also, ich habe schon das mir sehr geholfen, glaube ich, dadurch, dass es meine Eltern tatsächlich trotz Scheidung und allem immer geschafft haben, mir das Gefühl zu geben, tatsächlich wirklich das Gefühl zu geben, dass ich richtig bin, so wie ich bin und nichts können, machen oder erreichen muss, um das wert zu sein, geliebt zu werden, da zu sein, wie auch immer. Das ist schon was, wo ich so das Gefühl habe, dass es. Wenn es eine Aufgabe gibt, die Eltern haben sollten, dann ist es die. Und das ist, glaube ich, auch eine, die machbar ist, selbst wenn die Umstände schwieriger sind oder man nicht räumlich nicht so nah ist oder wie auch immer. Das gibt mir natürlich einen wahnsinnigen Vorsprung im Leben, weil jetzt bin ich so pro, dass alles gut ist und gut wird und wenn es nicht gut ist, ist auch gut. Das ist Gefühl, aber es kann mir nicht sehr viel passieren und ich weiß nicht, ich kann es da gar nicht sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich großartig,
Also die Sachen, wo ich mich wirklich reingehängt habe, so weil ich das wollte, sind am wenigsten aufgegangen. Besser ist immer aufgegangen, wenn ich mir angeschaut habe, was mir so hin und mir dann gedacht habe, ach, das mache ich jetzt und dann lerne ich Leute kennen und dann kommt eines zum nächsten und das geht sich passt genau da rein und gerade wo ich mir denke, so, irgendwie habe ich schon das Gefühl, ich würde gerne ein bisschen Output, wird mir dann die Story One Ding quasi aufgedrängt von drei meiner engsten Leute und dann fange ich da an und dann merke ich so, ah, das ist irgendwie, das macht voll Spaß, es gibt Leute, die das gerne lesen. Ich habe, das ist ja kein, das ist jetzt nichts, was ich halt unter Arbeit verzeichnen würde. Das ist ja mehr so, weiß ich nicht, also wie fein eine Plattform zu haben, wo dann niemand sagt, so jetzt musst du aber wieder, sonst interessiert es niemand. Also so ohne diesen Druck. Ich bin auch so eine komische Mischung aus eh viele Leute wahrscheinlich aus, ich funktioniere nur unter Druck. Also so Deadlines brauche, weil sonst rechtzeitig irgendwas machen ist nicht. Steuern, weil die Leute so Sachen immer auf den allerletzten. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, unter Druck funktioniert gar nicht. Also wenn man mich stresst künstlerisch, dann schalte ich, dann wird alles. Also das ist irgendwie eine komische Mischung. Aber eben, ich habe das Gefühl, ich habe für die ganzen Dinge, die ich so gemacht habe, eigentlich wenig selber beigetragen, sondern bin eher aufgesprungen auf was, was an mir vorbei gezogen ist und mir zugewunken hat. Und so hoffe ich halt irgendwie, hoffen ist fast ein falsches Wort, weil ich natürlich hoffe, aber ich bin davon überzeugt, dass das so weitergeht, auch wenn ich immer wieder, wenn ich mir das so denke, denke ich mir so, ja, da reden wir dann nochmal, wenn es 70 und in der Altersarmut hängt. Na, aber das ist so. Aber das ist halt auch so ein Gesichtspunkt, ich habe so das Gefühl, ich möchte mit dieser privilegierten Situation, in der ich bin, eben nicht von der Hand in den Mund leben zu müssen und nicht viel Geld zu brauchen und wenn es hart auf hart käme, wie zu wissen, wo ich mir eins ausleihen kann oder wie auch immer. Ich möchte das eigentlich gerne aktiv nutzen, um eben nicht mit diesem Stress mitzugehen. Also ich finde es irgendwie verschenkt und das denke ich mal über viele Leute, die ich so beobachte. Es gibt ja auch Leute mit viel Geld, also jetzt rede ich noch nicht von den Superreichen, sondern nur so. Und wenn du dir dann anschaust, die hackeln aber halt auch. Also dass niemand mal aufhört und sagt, so passt, bevor ich in Pension bin, schraube ich jetzt schon einmal runter. Ich finde auch dieses Thema, also 40 Stunden zu arbeiten komplett, also kann man schon mal machen. Weißt du, ich habe auch viel, das ist nur zu deiner Frage von vorher, ich kann schon an meine Grenzen, also voll einsteigen in was, aber es braucht ein klares, ein Anfang und ein Ende. Also so projektbezogene Sachen würde ich auch sofort wieder machen. Ich glaube, es ist mehr so dieses, das geht dann immer so weiter und die Zeit vergeht und jetzt kann ich zwar sagen, gut, in der Zeit, in der Vergangenheit hätte ich jetzt aber auch schon sehr viele Arbeitsstunden irgendwo hinschaufeln können und hätte vielleicht mehr vorzuweisen, aber dann denke ich mir wieder so, für wen? Für was? Auch so dieses, ich zelebriere das, nichts zu tun. Ich finde das großartig und es gibt Studien dazu, dass das speziell für künstlerischen Output total wichtig ist, einfach nichts zu machen und zwar nicht schlaue Sachen lesen und irgendwie, sondern wirklich einfach nur die, weiß ich nicht, Gedanken schweifen lassen, Seele baumeln, was weiß ich, so. Und dann denke ich immer, wenn das nicht wir, die wir uns das leisten können, machen, wer soll das dann machen? Es gibt eh genügend Leute, die nicht in der Situation sind, dass sie sich Gedanken darüber machen können, was sie, wie sie fein nichts machen. Also so, und es ist. Ich bin ganz grundsätzlich, mir wäre es ja am liebsten, wir würden Sachen tauschen. Ich finde Geld ein total unnötig. Also wenn es ein Thema gibt, das mich wirklich nicht interessiert, ist das Geld. Also wieder, siehst du, aus einer privilegierten Situation, das kann man natürlich nur sagen, wenn man sich halt auch als Kind zumindest mal keine Gedanken hat drüber machen müssen. Aber so, dann bin ich zum Beispiel auch der Meinung, dass Freundschaftspreis, also so wie wir, weil ja ganz viele in meinem Freundinnenkreis, also wir können ja unterschiedliche Sachen und helfen uns auch gegenseitig aus. Und da passieren eh schon so Tauschdienstleistungen oder was. Aber wenn schon Freundschaftspreis, dann heißt das, dass ich dir freundschaftlich so viel zahle, wie ich glaube, dass das wert ist. Und das ist dann ja meistens mehr, als du von mir
eigentlich nehmen willst. Ja? Also so, das ist so ein grundsätzliches Ding, was ich auch ganz kotzig finde in ganz vielen Sparten und wo wir auch aktiv das aufbrechen, ist nicht über das Gehalt zu reden. Das kommt nämlich so, ne? Weil es ist eh schon ein unnötiges Thema und dann darf man aber auch nicht drüber reden, was sehr offensichtlich in, also wenn man jetzt sagt, in verschiedenen Berufssparten oder Konzernen klar darauf abzielt, nicht drauf zu kommen, dass der andere, dass sie eigentlich geprellt wird. Ne? Das ist zum Beispiel was ich immer gern aktiv mache, so Geldfragen stellen oder halt irgendwie was jetzt. In der Bar, also für mich ist es so, um mich eben möglichst wenig damit gedanklich auseinandersetzen zu müssen, muss ich natürlich wissen, was sie braucht, damit sie es ausgeht. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mit diesen 20 Stunden Baranstellung, wenn jetzt alles normal ist und dem Trinkgeld dazu, leicht meine Fixkosten zahlen kann. Also mit dem, was ich aufs Konto überwiesen bekomme, kann ich meine Fixkosten zahlen. Nur damit du da ungefähr vorstellen kannst, ich glaube, ich zahle für meinen Teil von der Wohnung, wenn ich es mir immer nie merke, aber lass es warm und mit Internet 500 € sein. Dann halt die üblichen 20, 30 € Handy, Schüssel, U-Bahn. Also ich komme so auf 700 € von dem, was fix weg ist jedes Monat. 700 €, da verdiene ich immer irgendwie. Also das stresst mich nie. Ich habe für mich mal so diese Pi mal Daumenrechnung aufgestellt. Mein Papa ist dann so jemand, dass ich, aber was brauchst du im Monat? Weil ich immer so, okay, man muss halt dann schon irgendwann mal so und so viel verdienen, damit man dann das auch übrig hat, was man braucht. Und das immer seit, glaube ich, 7 Jahren sage ich dasselbe, nämlich so eine 1100, 1200 € brauche ich. So. Alles ist mehr, ist fein, aber ich habe keine Ahnung, das ist eh immer mehr. Also so, ich habe ja dann so Sprecherjobs zwischendurch, das zahlt ganz gut. Aber das sind so, je nachdem, ich glaube, neue Liste ist, Hörfunk sind irgendwie 430 € oder so. Das für Arbeit, die sich für mich wirklich nicht nach Arbeit anfühlt, weil ich das einfach so gerne mache und da gehe ich hin und alle sind nett zu mir und dann mache ich das und alle sind zufrieden und dann machen wir es noch einmal, dann biete ich noch was an und sind alle ganz zufrieden und dann gehe ich wieder nach Hause und kann eine Honorarnote stellen. Ist das ideale Leben. Wenn ich jetzt also zusätzlich zu meiner Baranstellung 1 bis 2 Sprecherjobs habe im Monat, dann kann ich mal was auf die Seite legen auch. Und gut ist, ich habe zum Beispiel meine Mama, ich weiß noch, als Kind dann kriegt man ja so ein bisschen Taschengeld irgendwann und so. Als gar nicht, die war dann nie bei den großen Summen dabei, aber irgendwie so. Und die Mama wollte es gerne knüpfen an das, dass ich meine, also schon trainiere, meine Ein- und Ausgabe, also so Buch zu führen. Ne? Weil, glaube ich, weil sie selber so das Gefühl hat, sie ist so schlecht mit sowas und das ist dann immer stressig, wenn man es, also derweil ist, ich glaube, meine Mama ist mit überhaupt nichts schlecht. Und wirkt mir immer sehr gut organisiert und alles, aber so aus diesem Ding heraus, mir das halt schon früh mitzugeben, damit ich es dann später schon intus habe und mir leichter tue. Ich habe das natürlich nicht gemacht, weil, ne, also erstens, wieso, und weil ich mir gedacht habe, so, jetzt habe ich das, wenn es nicht mehr da ist, ist es halt nicht mehr da, ne, ist doch egal, für was ist das, also solange ich nicht keine Ahnung habe, wo dieses viele Geld immer hingeht, aber ich weiß ja ungefähr, dass es, also damals waren es halt die Kaugummis und irgendwann das Bier. Und jetzt ist es halt das Bier und die Kaugummi. Also, weißt du, es ist entweder weg oder es ist halt noch was da. Also, irgendwie. Gut, Naja. jetzt in Zeiten von Corona, jetzt habe ich sowieso mehr das Gefühl denn je, dass man eh gar nichts braucht. Electric Generator, wenn du das vorbei hast. A solar, Kopfuse solar panel, panels are converted some storage batteries, and you hook in a simple propeller like a windmill to that, and the sun not shine, breeze blowing, it generating power. Don't take much, but under for $5,000 you can put in a solar unit in your house, you know. Von der Kohle her, also ich glaube, das Coolste war und auch das wahrscheinlich schauspielerisch Erfolgreichste war, dass ich mit dem Niavarani mal 2 Saisonen Sommertheater gespielt habe. Boulevardkomödie, Tür, 5 Türen, alle gehen auf, jeder mit jedem, aber niemand darf was wissen. So. Und das hat erstens irrsinnig viel Spaß gemacht und zweitens hat das, also
Ich habe das ja erst realisiert, dann, wo ich das erste Mal in meinem Leben so diesen Zettel von dem Finanz, die wollen meine Einschätzung für nächstes Jahr, und da war das aber schon wieder vorbei. Und ich dachte, nee, was soll ich, bin eh arbeitslos, was wollt ihr meine Einschätzung? Plus, ich habe ja da fett Länge mal breite Steuern zahlt natürlich, weil der hat uns fair bezahlt, und also da ist, war gutes Geld drinnen, und ich habe mir eh so gedacht, das ist ja irre, dass ich da die Hälfte schon wieder hergeben muss für die Steuer und so weiter. Und bin dann deswegen zum ersten Mal zu meinem Steuerberater, der gemeint hat, so von wegen, das machen wir schon. Und dann hat er mir, weil ich ja die letzten, noch nie dort war, die letzten 5 Jahre schon immer wieder mal gedreht, aber da bist du immer voll angestellt. Das heißt, du bist in der höchsten Steuerklasse, weil das ja nur für diesen einen Tag gilt zuerst mal, und dann nehmen sie das Geld weg. Da habe ich alles nicht verstanden, wie das funktioniert. Das heißt, er hat mir diese ganze Einkommensteuer wieder zurückgeholt, und plötzlich hatte ich 10.000 Euro auf meinem Konto, und ich habe mir wirklich einfach gedacht, ich habe nie damit gerechnet, dass ich in meinem ganzen Leben jemals so eine Zahl auf meinem Konto, da war ich dann, was war ich da, 24, 25. Da, mit dem Geld bin ich dann eben auch nach New York, so, da habe ich eh auch nicht einmal, also nicht annähernd alles verblasen, aber das war so dieses, da war ich so, wow, aber eben, es hat jetzt bei mir nicht bewirkt, dass ich mir gedacht habe, da gebe ich jetzt, da kaufe ich mir jetzt, oder da, weiß ich nicht, das investiere jetzt in was, bis auf diese Reise und diese Schauspielschule, so, die hätte halt, weiß ich nicht, 3.000 Euro kostet wahrscheinlich, oder Dollar. So. Interessanterweise ist ja, ich meine, wieso das so viel Geld ist, also warum man da so gut bezahlt kriegt, hat der einerseits ja nicht so, als würden sich alle dumm und dusselig verdienen am Theater, das wissen wir ja auch, aber einerseits, weil er, glaube ich, ihm das auch persönlicher Anliegen war, dass wir alle was vom Kuchen kriegen, dann, weil die Karten ja teuer genug sind und die Leute dem Typen ja die Bude einrennen, also auch wenn er nur aus dem Telefonbuch vorliest, von daher, ja, so auf diesen Fame-Zug von ihm aufgesprungen. Das macht schon alles Sinn. In Wahrheit denke ich immer so, für das, wie sich das anfühlt. Also wenn ihr das nach dem bemessen würde, was sich für mich nach Arbeit anfühlt, dann war das wieder nicht was, wofür ich hätte bezahlt werden müssen. Das hätte ich ja ohne gemacht. Was ich meine, so. Ich finde es überhaupt eigentlich, das ist vielleicht eine Schwachstelle von mir, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das finden soll. Also ich werde auch besser, aber es mir selber einen Preis zu geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also für die Arbeit, die ich mache, wenn ich jetzt zum Beispiel für Leute was schreibe, also ich habe auch schon Ghost-Writing-Sachen gemacht, und die dann wissen wollen, was die jetzt, wie viel ich da verlange, dann habe ich immer das Gefühl, ja, das war ja jetzt eigentlich, das geht mir so leicht von der Hand, und ich mag den eh, und also, und da ist dann eigentlich eher das, was mir im Knack sitzt, ist, dass ich mir denke, so Achtung, Achtung, es gibt andere Leute, für die ist das wichtig, dass die. Also google mal lieber, was man so für, weißt du, und mach dann eine höhere Ansage, und dann habe ich das damals eh, wo ja so für einen privaten Menschen eine Geschichte geschrieben habe in der Ich-Form, die aber für seinen besten Freund zum Geburtstag war. Das war total absurd eigentlich. Und dann wollte er Erzähl mir, endlich, was ist. naja, das, ich weiß ja nicht, ob das denn nicht auffliegen darf, sonst würde ich eh auch für den Werbung machen. Er ist nämlich ein totaler netter Kerl und mein Friseur. Dann mach eine Frau draus und den Trainer. Okay. Naja, so, das ist schon okay, wenn das ein Mann ist. Ja, auf jeden Fall hat er mich gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann. Er bräuchte einen Text von mir, und ich habe schon einmal für seine Homepage was, gar nicht, ich habe einen Artikel mal über ihn geschrieben gehabt. Also so, das hat ihm halt total gefallen und so. Und wir haben uns dann gut verstanden, und dann habe ich mir gedacht, es geht um, dass er was Neues für seine Homepage will oder so. Und dann hat er gesagt, nein, nein, schau her, es geht darum, dass ein Freund von mir hat Geburtstag, und die planen da halt irgendwie, dass da jeder eine Anekdote erzählt und so weiter. Und das hätte er jetzt gern, dass sie das irgendwie machen. Die war so, ja, aber wie? Und er so, nein, schau, erzählt er das einfach. Und er selbst ist ein total guter Erzähler und charismatischer Typ. Und ich war dann eh so, du sagst, ich meine, wieso schreibst du denn das nicht selbst? Ich kann ja nichts anderes machen, ich kann ja nichts dazu erfinden, ich kann ja nur. Ja, aber jemand, der so erzählt, dass du das wirklich einfach abtippen könntest, also das ist ja super spannend und lustig und alles. Und da so, na, sobald er so vor diesem weißen Papier sitzt, hört sich's irgendwie auf, das sei nicht sein Ding. Das habe ich dann auch super sympathisch gefunden. Ich glaube, er hat das dann auch so ausformuliert, dass er außerdem findet, dass, wenn man das Geld hat, jemand anderem eins zu geben, für das jemand das macht, was der wirklich gut kann,
dann ist das ja gut. Also es kann eh jeder alles irgendwie, vielleicht, aber wenn man schon sich unterstützen kann und da halt die Stärken von wem anderen mit benutzt und so. Und das habe ich damals gemacht und das ist mir, wie gesagt, sehr leicht von der Hand gegangen, weil es so gut erzählt war schon, dass ich mir eigentlich schlecht fühle, da jetzt irgendwas Großartiges dafür zu verlangen, weil ich habe nichts gemacht. Und da habe ich dann auch so lang herumgetan, was soll ich da jetzt und hin und her, und habe ihm dann, glaube ich, irgendwie, ach, ich weiß es nicht, das war so, nur so eine halbe Seite, ich glaube, ich habe dann 150 Euro verlangt oder so, also für einen Arbeitsaufwand von 20 Minuten, also 20 Minuten Gespräche und 20 Minuten Abtipseln, wirklich fand ich irgendwie extrem frech war. Und habe ihm das dann noch so rübergeschoben, oder waren es 200? Also es war so, dass ich mir gedacht habe, das traue ich mir jetzt einfach. Und eh so mit dem Zusatz, ich habe mir gedacht, so und so viel, weil dir schadet es nicht und mir hilft es irgendwie so. Wo er dann eher auch mit so einem, okay, passt, dann machen wir so, und dafür habe ich noch einen Text, gut. Also wir schieben uns das immer irgendwie so hin und her. Das ist so ein Beispiel von jemandem, wo ich das Gefühl habe, ich würde ihm das sofort gratis machen, aber wir spielen jetzt dieses Spiel. Und da gehört halt dazu, dass man sich einfach einen Preis gibt für das, was man geleistet hat. Aber das, finde ich, ist eines von den wirklich schwierigeren Sachen. Da beobachte ich Menschen, die das gut können, und versuche mal was abzuschauen. Dann wieder habe ich für einen Verlag einmal gearbeitet und also eine totale Vollfrechheit. Also er wollte mich einfach nicht und nicht anstellen. Bis ich gesagt habe, ich gehe, dann wollte er mich plötzlich anstellen. Da wollte ich dann schon immer. Und da habe ich halt Honorarnoten gestellt und also völlig Irrsinn, also kompletter Irrsinn. Ich meine, eh über 1.000er, aber der Honorarnote über 1.000er, ohne angestellt zu sein, ist irgendwie für Richt, also so Magengeschwür, sort of Arbeitsumfeld. Puh. Aber da habe ich mir dann auch gedacht, das war zum Beispiel was, wo ich mir irgendwie gedacht habe, das fühlt sich so falsch an. Das fühlt sich so falsch an. Also in der ersten Minute habe ich mir schon gedacht, boah, also ich kann mich erinnern, dass ich bin aufs Klo gegangen und habe mir gedacht, so, in 3 Monaten scheiße Blut. Wenn das so, also ich habe mir wirklich gedacht, das geht einfach nicht. Und dann habe ich mir gedacht, und das aber zu einem Zeitpunkt, wenn das war vor 3 Jahren, also wo ich schon geglaubt habe, ich kann gar nicht mehr, wo ich schon durch war mit dieser Schauspiel, also diesem Gefühl, das können zu müssen oder machen zu müssen oder da was zu sein, also ich habe mir schon gedacht, ich bin völlig... Es kommen immer in Situationen, wo ich mich wegen jemand anderem so schlecht fühle, mit dem ich eigentlich jetzt nicht in irgendeiner Form von Beziehung stehe. So. Und da habe ich mir dann einfach, da war dann das, was mich so dran gehalten hat, war das, dass ich mir einfach gedacht habe, das kann ja nicht sein, dass mir das so aus der Bahn wirft. Und da habe ich mir gedacht, da bleibe ich jetzt so lange dabei, bis mir das egal, also bis ich mich selber in diesem Konstrukt halten kann und bei mir bleibt und cool bleibt. Und das habe ich durchgezogen. Habe ich ein Jahr durchgezogen, dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt bin ich dort, ich traue mir auch den Mund aufzumachen und alles, also in Situationen, wo da alle sitzen und keiner sich was sagt, also ich habe dann so die... Und ja, das hat sich dann irgendwie gut, das hat sich davor nicht gut angefühlt aufzuhören, obwohl ich das immer gebraucht habe, das zu wissen, dass mir da niemand was kann und ich könnte einfach morgen nicht mehr hingehen. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, das gibt's ja nicht, dass mir das muss doch einen Grund haben, warum mir das so zwirbelt. Mhm. Aus der Ahnung? Warum das so war? Ja... Mehr so eine Ahnung. Ich glaube, es gibt manchmal Menschen, die einem so begegnen im Leben und ich weiß eh nicht, vielleicht ist man sich sogar auf irgendeiner Ebene ähnlich, warum das dann so, also so einen totalen, bei mir kriegt, also ich habe dann so ein Gefühl, dass ich vielleicht am ehesten mit Hass beschreiben würde und dabei traue ich mir das nicht einmal aussprechen, weil ich finde das so, also Hass empfinde ich wirklich gegen niemanden. So. Und wenn ich das gegen jemanden so empfinde, dann frage ich mich halt echt, was ist da los? Also, ja, ganz, na, ganz schräg. Ganz, ganz schräg. Aber dem habe ich dann, das war vielleicht mein größter Erfolg,
dem habe ich dann einfach gesagt, dass sie ihm das nicht. Dem haben wir das reingesagt, eigentlich, dass sie das Gefühl hat, dass er ein Regime führt, das Angst und Schrecken verbreitet. Und das war das, was, glaube ich, was mir auch am meisten aufgestoßen ist an dem Ganzen, dass wenn du merkst, dass alle Menschen, die da arbeiten, einfach Angst haben oder halt irgendwie so sind und so herumschleichen. Also so, ganz, weiß ich nicht, ganz, ganz grausam finde ich das. Auch Micromanagement finde ich total, ich verstehe nicht, warum Leute, die in der Position sind, andere Leute anzustellen, wie da jemanden anstellst, dem es dann auf die Finger schaust. Bei jedem einzelnen Move. Da suche ich mir doch Leute aus, denen ich vertraue. Klar kann man immer verschissen werden, aber so ist halt das Leben. Und dann lasse ich die Leute das machen, für was ich sie angestellt habe. Sonst kann ich ja wirklich alles selber machen. Es gibt Menschen, die können das nicht. Oder die leben davon, dass sie sich so unentbehrlich, vermeintlich so unentbehrlich sind, dass nichts funktioniert, wenn sie nicht ununterbrochenes Auge drauf haben. Und wahrscheinlich in dem Moment, wo er in Pension geht, war es das. Ich glaube, manche Leute leben wirklich von und für ihre Arbeit. Und wenn das so ist, dann muss man sich, glaube ich, ganz genau anschauen, was man arbeitet. Ja. Andernfalls denke ich mal, wenn so Work-Life-Balance, also wenn die Arbeit so viel Zeit vom Leben einnimmt, dann muss sie aber richtig gut bezahlt sein. Weil dann weiß ich zumindest, was sie, dann weiß ich, okay, passt, dann arbeite ich das 2 Jahre und dann arbeite ich 2 Jahre nichts, zum Beispiel, also jetzt so extrem gesprochen. Oder es geht sich, dann geht sich 50-50 auch aus, wenn man das, was man tut, einfach gern tut. Und sonst muss es irgendwie, finde ich, unter 50% des Lebens sein, wenn es sich jetzt, wenn es nur so irgendwie ist. You the same snow. I'm building, I make water like them ancient ancestors used to do and stop relying on water company and light company and telephone company for supply you need because them will let you down. You understand? And then those you not wait till start them same things start in the cities. The cleansing is coming, the great equalizer, which try equalize mankind. All the money. Ich glaube, die Faulheit ist in mir so tief verankert, dass sie gar nicht Gefahr laufen, in diese Mühle reinzukommen, tatsächlich. Also, es ist so. Also, die konstruktive Faulheit. Ich weiß immer genau, was ich nicht will. Ich weiß nicht, was ich will, aber ich weiß sehr schnell, was ich nicht will. Und das mit dem, ja, da bin ich einmal so hin und her gerissen, zwischen dem sich so Zeit lassen. Wir machen ja tatsächlich in der Bar auch als Team, also wir kreieren ja neue Drinks und arbeiten jetzt auch, wir arbeiten nicht so wirklich dran, wir sollten mehr dran arbeiten, an so einem Cocktailbuch. Es ist, wenn mehrere Leute mitmischen, dann was, kann es super cool sein, manche Dinge sind auch schwieriger, ich bin immer wieder so hin und her gerissen zwischen, wir gehen das chillig an und schauen so, was sich entwickelt und was passiert. Für das muss man halt, finde ich, recht viel Zeit miteinander verbringen und sich die auch nehmen, die hätte man ja jetzt auch gut. Also wir machen das schon auch so. Und dann merke ich schon, dass ich, also so Ineffizienz mag ich auch nicht. Also ich sage gern so, hey, wir treffen uns heute schon mal, richtig arbeiten tun wir dann morgen, damit man so quasi das so aufteilt, aber sich so quasi vorzunehmen, das ist jetzt der Space, in dem tatsächlich auch was weitergeht und dann geht's nicht weiter, also da bin ich dann durchaus schon nochmal die sagt so, jetzt konzentrieren wir, also so, laber, machen wir später, jetzt konzentrieren wir uns auf das. Ich weiß nicht, da bin ich immer wieder hin und her gerissen, auch mit mir selber. Und ich funktioniere ja viel besser mit Leuten als ohne, glaube ich. Also so dieses alleine mit sowas motivieren, das reicht gerade so zum Schreiben. Das muss man ja irgendwie leider doch eher alleine machen. Wobei habe ich auch schon mit Leuten geschrieben, das war schön. Aber ja, es ist natürlich ja, aber zumindest auch da kommt die Inspiration eigentlich immer nur von anderen Menschen bei mir, vom Zusammensein mit anderen Leuten. Also so dieses Alleine funktioniert für mich nicht. Und dann muss man sich automatisch, ne, das kenne ich mal ja, da muss man halt irgendwie Kompromisse eingehen und schauen, wie sich die anderen auch fühlen und wie das passt. Aber so dieses, dass sie Gefahr laufen könnten, mir irgendwie in so einen Strudel reinzukommen.
Aber klar, also so diese wieder beim Filmgeschichte, das war natürlich schon, also zu sehen, wo ich da hinkommen könnte jetzt auf der Produktionsseite, da war mir dann schon klar, das ist halt dann, dann machst du halt dann idealerweise eine Sache nach der anderen und nur Stress. Und das stimmt schon, das wäre vielleicht schwieriger, dann aus sowas wieder auszusteigen, wenn man es dann gewohnt ist. Wobei, ich weiß nicht, wenn ich jetzt 5.000 Euro im Monat am Konto hätte, ich weiß nicht, ob ich das dann immer bräuchte, weil ich weiß nicht, was ich dann anders machen würde. Ich glaube, ich würde nicht umziehen und ich hätte trotzdem kein Auto und keine Yacht und wenn nicht Yacht überhaupt. Mir ist es lieber, ich lerne gern Leute kennen mit am Boot, aber das sind auch so Sachen. Ich lerne wirklich, ich lerne Leute kennen, die mich dann lieben und mit denen ich Kontakt bleibe, auch in Kontakt bleibe über die ganze Welt hinweg und so weiter, die ein Boot haben. Ideal. Ich brauche kein eigenes Boot, ich werde immer irgendwelche Leute kennen, die ein Boot haben. So, das reicht mir völlig. So, ich kenne Leute, die ein Boot haben. Das ist aber zum Beispiel, das ist ein Ami-Pärchen, das finde ich nämlich ganz interessant. Und die sind so Ende 30 und die haben gut Geld. Also so, er war Baseballspieler und ist jetzt halt handelt mit Baseballspielern oder scoutet oder wie man das nennt. Und sie macht so Börsen, also Aktienschüssel, aber nur mit dem Geld, das sie eh verlieren können, so ungefähr. Also safe und dürfte da ganz gut sein und so. Und die haben einfach, das sind die ersten Menschen, die ich getroffen habe, wo ich das Gefühl habe, die leben das wirklich, weil die sagen so, sie wissen, sie könnten, wenn sie sich reinhängen, richtig, richtig reich sein, so. Aber eigentlich sind sie mit dem Reich, das sie sind, zufrieden. Und deswegen arbeiten sie halt jeweils so 15 Stunden die Woche und den Rest der Zeit gehen sie miteinander, also investieren sie in ihre Beziehung oder halt die Ausflüge, die sie machen und gehen klettern und machen irgendwie so. Und da haben wir so gedacht, so, wie geil, warum gibt es nicht mehr Leute, die das machen? Also von denen, die sich das leisten können. So. Da habe ich so, deswegen waren mir die auf Anhieb so sympathisch, weil ich mir gedacht habe, ihr habt echt was verstanden, weil die anderen, die es da anschaust, die haben so sehr Angst, dass ihnen das wieder wegfällt oder dass das irgendwann aufhört oder besser jetzt scheffeln, falls man dann irgendwann nicht mehr so gut kann und hin und her und dann weiß ich nicht. Ich glaube halt, dass die Menschen, die dann irgendwie in Pension sind, mit 65 auch nicht mehr anfangen zu leben, wenn sie das vorher nicht gemacht haben. Und das ist zum Beispiel was, was meine Mama ist Hospizärztin. Und ihr Mann ist auch. Also mit dem habe ich eigentlich einmal drüber gesprochen, weil der so gesagt hat, dass wenn er, also er Klinik, er hat als Klinikseelsorger gearbeitet und Therapeut und so, und der hat erzählt, für ihn ist das immer irgendwie so quasi das treffendste, wenn ihm Menschen dann, also wenn Menschen sagen, die dann mit irgendeiner Diagnose, die nicht heilbar ist, konfrontiert werden und noch viel zu jung sind, weil halt eben erst in ihren 60ern oder so und dann einfach sich so unfair behandelt fühlen, weil sie haben noch nicht gelebt. Und das ist was, wo ich mir denke, so, boah, da kriege ich richtig Gänsehaut. Also so, ich glaube, dass das ganz, 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 ganz vielen Menschen so geht, dass sie das irgendwie auf später verschieben, das mit dem Sein. Und wenn es blöd hergeht, gibt es halt später nicht so viel. Vor allem, ich glaube, das muss man auch üben. Wie soll man denn im Hamsterrad treten, jahrzehntelang und dann plötzlich sein? Das sind ja dann ganz oft die Leute, die dann in ihrer Pension immer noch irgendwas vor sich hinarbeiten, weil sie gar nicht wissen, wie man's, was man sonst so tut. Oder sich vielleicht selber auch über das so definieren. Da sind wir jetzt natürlich schon, bin ich schon eine andere Generation. Also unter meinen Leuten, wir reden schon über solche Dinge und glaube ich schon, der Grundkonsens ist schon dieses, also alle wollen hin zu dem, mehr als 32 Stunden arbeiten ist irgendwie eigentlich zu viel. So. Weißt du? Ich glaube tatsächlich, dass ich muss jetzt total an das denken, ein positiver Aspekt der Arbeit gegenüber dem reinen Sein und warum Sein in Wahrheit Arbeit ist, ist, dass dieses Gefühl zu haben, vor allem wenn es ein stressiger Job ist oder einen, den man nicht so gerne macht, dieses Gefühl, am Wochenende rauszugehen, dieses Freiheit. Also das habe ich ein paar Male schon so stark gehabt, dass man irgendwie sofort für dieses Gefühl klar war, warum sich das auszahlt, dass ich mich die letzte Woche fünfmal
gefürchtet habe oder komplett gestresst war und schon geglaubt habe oder weil ich nicht keinen Appetit, also weißt du, so Sachen. Gut, schlafen und essen geht bei mir Gott sei Dank immer, egal wie schlecht es mir geht. Aber das ist schon was, wo ich, also ich finde, man muss sehr präsent sein und sehr im Moment sein, damit das mit dem Nur-Sein auch funktioniert oder Spaß macht oder irgendwie sinnstiftend ist. Weil, und das nehme ich mal an, ist auch eine gesellschaftliche Sache, weil wir halt so sehr uns darüber definieren, was wir sind und sind im Sinne von, was wir beruflich machen und womit wir unser Geld verdienen. Dass es, also überhaupt die Überlegung aufzumachen, dass das anders auch geht. Also man ist ja damit, man ist, wie du ja gesagt hast, man ist damit ja irgendwie in der Minderheit. Das ist ja wie die faule Variante. Also ich finde irgendwie so die Wertigkeiten von Dingen, weil ich versuche nicht, jemanden abzuwerten, der 50 Stunden arbeiten geht. Ich hoffe sehr, dass ihm das irgendwas gibt, außer dass er das Gefühl hat, der ist was wert. So, das fände ich immer schade, wenn man glaubt, man muss so viel irgendwas machen, damit man ein berechtigtes zu sein. Aber ja, umgekehrt ist man schon sehr schnell abgewertet als jemand, der nicht bereit ist, 40 Stunden irgendwas zu arbeiten. Das ist was ich beobachte. Deswegen setze ich mich gerne ein bisschen zusätzlich drauf auf diese Faulheit. Weil ich finde, da braucht es eh mehr Lobby dafür. Und in meinem, also meine Freundinnen, das hat sicher auch was mit der, wahrscheinlich auch was mit der politischen Einstellung zu tun. Und nachdem da alle eher auf der weit linken Seite sind, macht man sich schon viele Gedanken über die Lohnarbeit und dieses System, in dem man zu funktionieren hat. Und gerade was jetzt, wenn das denn wirklich stimmt, aber das habe ich zumindest gehört von Einzelpersonen, die jetzt in dieser Covid-Krise sich für das Contact Tracing zum Beispiel gemeldet hätten und dann tatsächlich eine Absage bekommen haben, weil sie gesagt haben, sie würden das 20, 25 Stunden machen und sie sagen so Vollzeit oder gar nicht. Jetzt funktioniert das mit dem Contact Tracing nicht, weil es zu wenig Leute gibt und ich denke mir, wie kann das sein, dass bei was, und die werden aber alle sowas von überqualifiziert, ne, weil in Wahrheit musst lesen und Deutsch hilft vielleicht, aber sonst muss der Nummer wählen können und sprechen. Also das finde ich zum Beispiel komplett absurd und da ist schon systemisch was falsch, finde ich. Also dass man nicht sagen kann, das wäre jetzt so kompliziert, das System zu erfinden, wo jemand das 5 Stunden machen kann und dann sind es mehrere Leute, die was zu arbeiten haben, was Sinnvolles tun, raus aus der Arbeitslosenstatistik sind und alles, aber stattdessen sind alle schon bei meinem Essen und kriegen irgendwelche komplett absurden Jobs angeboten, die halt überhaupt nicht in ihrer Sparte sind zum Beispiel. Also so, das, und dafür glaube ich, sind die Leute schon zu wach in unserer Generation. Also das, glaube ich, macht kaum noch jemand, dass er nur damit er was gearbeitet hat, jetzt irgendeinen Stuss macht. Dafür geht es uns vielleicht auch allen zu gut, ich weiß es nicht. Aber das wäre ja auch traurig, wenn die, was soll der Fortschritt sein in einer Gesellschaft, wenn nicht das, dass sich die Leute überlegen können, was sie beitragen können, wollen, wie auch immer. Aber ich glaube, da ist, ich weiß nicht genau, an wem das liegt, aber es finde ich grundsätzlich schade. Ich habe nicht das Gefühl, dass Menschen bei ihren Begabungen abgeholt werden. Auch unser Schulsystem ist nicht danach ausgerichtet. Nicht, dass ihr wisst, wie es besser geht, aber mir kommt halt, viele Dinge kommen mir schon sehr veraltet vor. So, also ich glaube, es gibt so viele Menschen mit, ich glaube, jeder hat Begabung und ich glaube, es gibt immer noch Leute, die auch gerne was, ich finde es zum Beispiel voll legitim, ich kann das völlig verstehen, dass Leute einen Job machen, wo sie einfach nachher rausgehen und dann ist Feierabend. Das hat auch was für sich, das kann ich ja irgendwie besser nachvollziehen als dieses irgendwas hinterherrennen,
dass ich sage, so passt, ich habe 5 Wochen Urlaub im Jahr, da kann ich mal irgendwie groß das, was mir halt taugt, und sonst arbeite ich halt 5 Tage in der Woche, aber wenn ich da rausgehe, verschwende ich keine Gedanken dran. Piu. Habt ihr gesehen, die Augen? Ich höre jetzt auf, dich zu verarschen. Danke, dass du dabei warst. Ich hab vor Marvin zu ihm gesagt, dabei heißt der Marvish. Yo, Marvish. Es ist egal, er reagiert auf weder noch. So wie immer zum Beispiel, ich habe mir ja alle möglichen Sachen schon überlegt und mir gedacht, hey, es gibt ja Leute, die kaufen getragene Unterhosen, ne? Also ich meine, grindig, aber das war halt ja wurscht so ungefähr. Und dann habe ich mir damals so ein bisschen recherchiert, ne? Weil wie gesagt, man kann ja auch Geld verdienen, ohne dass man irgendwas arbeitet, beziehungsweise Unterhose muss ich sowieso anziehen. Also das war, würde ich dann ja, sag ich, die 2 Jobs auf einmal machen, bis ich dann halt herausgefunden habe, dass natürlich diese ganzen Dinge, also da steckt dann schon richtig Arbeit dahinter. Also das sind ja dann, die chatten dann mit den Leuten und bla bla bla. Sprich, wenn du mit sowas richtig Kohle machen willst, musst du es erst wieder 8 Stunden am Tag machen. Dann, da denke ich mir, dann, da kann man dann wirklich auch was Gescheites machen oder irgendwie was Sinnvolles. Ne? Also ich glaube, dass das auch nur vermeintlich so mit wenig Aufwand verbunden ist, was die Leute da so im Internet betreiben. Also es gibt vielleicht welche, die wirklich nur draufhalten bei dem, was sie eh machen, aber ich glaube, dass da schon ganz viel inszeniert ist und eigentlich viel Arbeit dahinter steckt. Ich glaube, Plus-Minus-Seite, da gibt es so viele coole Sachen, die passieren, und ich finde es so erfrischend zu sehen, wie irgendeine Omi in Südamerika oder 3 Generationen Frauen in Südamerika miteinander tanzen und die Oma ist die coolste. Voll schön, sowas mit. Ich meine, brauchen die das nicht, aber ich freue mich drüber. Und also diese Vernetzung, was man jetzt, glaube ich, durch das Corona-Ding auch nochmal gemerkt hat, das ist schon spannend zu sehen, was auf der anderen Seite der Welt passiert, auch wenn es um nichts geht. So für das, ja, irgendwie glaube ich, hätte ich da doch das Gefühl, da müsste ich aber mehr zu geben haben. Also da hätte ich dann, glaube ich, den Anspruch an mich, schon auch wirklich was zu erzählen. Und ich glaube, wenn ich das dann wieder bis ins Ende durch, na, ist einfach nicht mein Medium, das Internet, ich weiß nicht. Leider, ne? Also für mich ist es einerseits so, dass die Form, in der ich meinen Feminismus auch zelebriere, ist zum Beispiel, dass ich oben ohne an der Donau liege. Und wenn irgendwer, also und auch in jedem anderen europäischen Schwimmbad. Und das ist nicht nur, weil es mich persönlich erfreut, wenn ich mir die Sonne auf den Busen scheinen lassen kann, sondern auch, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass es vorsintflutlich ist, dass Frauen sich ihre Brust bedecken müssen, wo ja auch Männer herum sind, die größere, also mehr Oberweite haben als ich zum Beispiel, und das nicht. Ja, so, ich finde, das soll jeder so machen, wie er meint, aber das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich gerne Vorreiterin ist eh bescheuert, aber ja, so meine Nacktheit quasi zur Schaustelle, ohne dafür Geld zu bekommen, sondern eben nur, um das zu normalisieren, dieses, mich nervt das Übersexualisieren von Körpern zum Beispiel. Das ist natürlich was jetzt halt, was sehr passiert durch diese ganzen Videos. Arbeitstechnisch muss ich sagen, habe ich, aber so weit bin ich halt beim Schauspiel auch vielleicht gar nicht kommen. Also ich habe, ja wohl, das stimmt gar nicht, weil ich habe schon hatte mal eine ohne Szene, glaube ich, bei meinem ersten Dreh. Im Nachhinein betrachtet fand ich das eigentlich unschön ausgeführt, weil es erst anders geheißen hat und dann direkt am Set war es so, als wäre jetzt doch besser. Also zuerst hat es geheißen, man sieht keinen Busen, es ist nur unter der Dusche, und dann war es so, naja, jetzt wäre es doch besser, aber ich habe es
damals, es hat für mich für die Geschichte Sinn gemacht. Das heißt, was den Schauspielpart betrifft, kann ich mir alles Mögliche vorstellen und habe das auch immer so gesehen, wenn es der Geschichte zuträglich ist. Also ich finde, es gibt nichts Nervigeres wie Leute, die Sex haben und am nächsten Tag stehen sie dann so mit der Decke auf. Ich meine, wer macht denn das? Also sowas nervt mir total, dieses Unmeeting. Obwohl ich auch finde, dass man ästhetisch schön, ohne alles zu zeigen, mir verständlich machen kann, dass die jetzt irgendwie ganz wilden Sex haben. Also weißt du, das sind so Stilmittel, wo ich mir denke, jetzt sind wir dann doch hoffentlich bald wieder durch mit dieser totalen Freizügigkeit überall. Also es wird idealerweise, glaube ich, wird es dann bald einmal fad. Aber ich weiß es nicht, vielleicht wird es auch nie fad. Ich bin heilfroh, dass ich noch aus Zeiten komme, also dass wir ohne Pornos aufgewachsen sind. Tatsächlich, ich glaube, das ist zum Beispiel, das hat mit der Arbeit jetzt nicht so viel zu tun, aber ich halte das für, also die Fantasie beschneidend und sonst wie noch und nöcher gibt es ja auch 100.000 Studien dazu. Also ich glaube, weil ich glaube nämlich, ich hätte mir das alles reinzogen. Also jetzt auch diese TikTok-Sachen und was weiß ich. Ich glaube, ich wäre da voll, natürlich, ich hätte mir alles angeschaut und bin froh, dass es das einfach irgendwie nicht gab oder nicht so leicht zugänglich. Und ja, war Leute, ich glaube, viele spalten sich halt so ab von ihrem Körper vielleicht auch, dass es, aber da erlaube ich mir kein Urteil, ich glaube, es ist so individuell, wie halt die Leute individuell sind. Aber es stimmt schon, dass was man so meint zu sehen, in dem ist es halt höher, schneller, weiter und man kann jetzt halt so mit einem, wenn man sich denkt, wie das früher noch schockiert hat, so ein Busenblitzer bei aus Versehen irgendwo, Skandal und jetzt... Sickness and disease. Believe that, you know what I mean? It's a natural law of nature, only wants to disobey that law. Zumindest eigenartig, aber ich bin mir da irgendwie auch unsicher, wo so quasi, so wenn wir jetzt wieder bei dem Feminismus-Thema sind, wo das so ein Reclaimen ist, weil ich entscheide, also wenn ich mir sage, dann ist das genauso okay wie, ne? Und wo die Industrie oder wer das da auch immer dahinter steckt, sich das halt zunutze macht wieder, ne? Und dann ist so diese Körperkult-Sachen, kriegt das mit bei Kindern von Freundinnen, die so, die halt ganz anders, also wo halt dieses, weiß ich nicht, so Nicki Minaj und diese ganzen Westenteile, ich glaube in Norwegen oder so in skandinavischen Ländern ist das auch, also das Schönheitsideal, es ist halt, und dann denke ich mal wieder, ob das nicht so ein bisschen wie alte Leute reden, früher war alles besser, es ist halt immer, hat es irgendwas gegeben und zuerst waren es halt die Pin-Ups und dann waren es die Hungerhaken und jetzt ist es halt Ding, interessanterweise geht es ja auch immer nur um Frauen, also so der perfekte Männerkörper verändert sich ja seit 300 Jahren nicht, also keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht, aber weißt du, was ich meine, so, es scheint viel spannender zu sein. Ja, ich glaube, es ist die Selbstdarstellung. Ich glaube, es ist das ist gruselig, finde das. Ich bin ja Fan von Scheitern, also immer mehr und mehr und auch so in Gesprächen mit Leuten und so dieses, auch so dieses Gefühl, so wenn man richtig versagt hat und dann irgendwie so weiß zwar noch nicht, wohin es geht, aber es geht, es muss wieder, es gibt kein unten mehr, es muss wieder rauf und dann ist es so voll von Möglichkeiten, dieses Gefühl, versus wenn es mir voll gut geht und alles rennt gerade und Ding, da muss ich dann immer aktiv nicht dran denken, dass es einfach nur mehr, also dass es wieder runtergehen wird, ne? Und was hat das jetzt eigentlich damit zu tun, was ich sagen will? Aber ich glaube, das geht mal ein bisschen ab, wobei es da sicher auch genügend Leute gibt, die solche Sachen machen, sich eben so Anti-Helden. Also wir sehen das ja auch in Filmen und so, wir lieben eigentlich Anti-Helden. Es wird nie, die Figuren sind immer troubled und irgendwie schwierig und quirky und weiß ich nicht was. Aber da wüsste ich jetzt nicht, wie man das gut, wie man so quasi ein real, wenn's, wir, um was geht's bei diesen Sachen? Man tut so, als wäre das, als würde man die Leute teilhaben lassen am eigenen Leben und in Wahrheit ist es die aufgehübschte Variante vom eigenen Leben. Das ist das, was ich auch wahrnehme, wenn ich bei anderen Leuten bei ihrem Insta mitschaue. Es ist,
es gibt Leute, die machen super flashige Sachen, das finde ich dann cool, lasse ich mir gern zeigen, schaue ich mir an. Und dann gibt es halt Leute, die machen nur sich selber und ihr Everyday Life. Und das ist so, dass ich mir denke, so wie, also dass ich mich sofort minderwertig fühle. Und man denkt so, das, womit diese Dinge aber funktionieren, weil man dann nicht eine Kunstform hat oder irgendein Thema oder sein Meerschweinchen oder was, dass man halt da immer, Meerschweinchen finde ich sehr lustig übrigens. Weil der Mund, das macht mich immer glücklich. Ich habe zum Beispiel meine besten Freundin, die schickt mir immer wieder so Screenshots von Meerschweinchen, die kriegt jetzt in ihrem Feed nur Meerschweinchen rein, weil ich immer Meerschweinchen schauen will, weil ich finde, dass der Mund, manche schauen einfach immer nur happy aus. Und dann hast du diesen komischen Ding und da ist es so, ist es so, das freut mich irgendwie. Da gibt es ja Leute, die ist mit ihren Haustieren da, also sowas verstehe ich dann noch oder finde ich dann noch sympathisch. Ich denke mir zwar, wie vertrottelt, dass diese Katze einen Insta-Account hat, aber wenn Leute das feiern, ist doch cool. Versus dem, ich weiß nicht, ist es wirklich, möchte ich wirklich, dass Leute mehr zuschauen, wie ich so tue, als wäre ich toller, als ich bin? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich weiß nicht. Das ist sehr legitim. Eigentlich ist es am ehesten wahrscheinlich, ich will zeigen, dass es auch ohne geht. Es wird einem ja mittlerweile verklickert, dass es ohne nicht geht. Ich habe auch in New York damals, da gab es Catwalk-Sachen, die haben die ohne so und so viele, damals war noch gar nicht Insta, sondern Facebook, Friends oder whatever, haben die nicht einmal angeschaut. So. Und vielleicht ist ein bisschen was davon, dass ich mir denke, ach, jetzt ist es eh schon so, ich kann eh nicht mehr aufholen, vielleicht ist das auch ein Teil davon, dass ich mir denke, jetzt bleibe ich lieber auf der Seite, wo ich dann so quasi die Coole bin, die da nie mitgemacht hat. Es kann schon sein, dass das mitspielt. Ich glaube, ich hab eine Grundaversion tatsächlich auf eine Art gegen das Internet, obwohl ich es ja auch nutze. Aber es macht mir keinen Spaß, auf mein Handy zu schauen. Also es schreiben mir Leute, die ich kenne und mag. Und was das, ich weiß es nicht, ich glaube, es gruselt mich und ich glaube, ich möchte beweisen, dass es auch ohne geht. Ich möchte beweisen, dass es ohne geht, mit Menschen in Kontakt zu bleiben, die einem, weißt du, wenn ich irgendwen beim Reisen kennenlerne, dann denke ich mir auch so, gut, jetzt wäre ich normalerweise, wenn ich Insta hätte, wäre ich mit denen halt allen auf Insta befreundet, aber dann sind es halt von 20 Leuten, sind es halt drei, die übrig bleiben, die mir wichtig genug sind oder wo wir uns gegenseitig spannend genug finden, dass wir aktiv in Kontakt bleiben. So. Dann passt das eh, weil ich meine, wie viele Leute kann ich haben, also was. Es passt irgendwie eh nur so und so viel rein in mein Leben. Das gesagt, macht es natürlich einen Riesenunterschied, dass ich so gut aufgehoben bin und die Leute um mich herum diese Sachen auch nutzen. Weil wenn du alleine lebst und keine Freunde hast und kein Facebook und kein Insta und sonst, dann weißt du auch nicht, wo irgendwelche Partys stattfinden, was gerade irgendwie, weißt du, also schon so Dinge, die ich ja auch mit benutze, ohne dass ich das selber benutzen muss. Aber irgendwie habe ich so, dass es, ich weiß es nicht, ich glaube, ich will das Echte und es ist noch nicht bei mir ankommen, dass das neue Echte ist. Weil es eben nicht überprüfen kann, weil es sich für mich nicht echt anfühlt. Ausschnitte, aber so das ganze Überthema. Und ich glaube, ich wüsste nicht, wo ich anfange und aufhöre. Und ich meine, für mich ist das, also dass sich Leute, eh smart, dass es sowas gibt, aber dass sich Leute, ich darf nur so und so, also so eine so Sperre, wo das dann halbe Stunde oder Stunde oder wie viel Insta man halt am Tag machen darf. Das kannst du einstellen, dass du dein Handy jetzt zeigt, jetzt ist dein Zeitpensum für das abgelaufen. Und das ist was, wo vielleicht komme ich da schon ein bisschen mehr rein durch das, weil ein Punkt ist, wenn ich mal was durchüberlege, dann überlege ich es mal gern so bis zum Ende durch, dass ich es niemals mache, weil es dann nie gut, weißt du, was ich meine? Nie gut genug ist. Und was wir da gemacht haben, es war halt auch ein bisschen eine besoffene Geschichte, dass man halt einfach so, wir machen das jetzt und wir tun nicht drüber intellektualisieren, sondern wir machen einfach. Und dieses Just Do It-Ding, das ist was man, glaube ich, braucht, um sowas irgendwie glückbringend zu verwenden. So, weil sonst, wenn ich mir dann überlege, wow, potenziell sind das so viele Leute, dann muss das so astrein sein, dass man mir da nichts kann und dass ich mich nicht verrät und dass ich nicht, dann kann ich das, also dann wird das nie was, weil die Perfektion ist halt nicht,
nicht machbar. Und deswegen ist das, finde ich, jetzt ein ganz gutes Versuchsobjekt, das einfach gar nicht drüber. So war das auch, wir sind da gesessen, da ist ein Plakat gegangen, da stand drauf 480 Milliarden Bakterien, so heißt der jetzt auch. Kannst du da mal anschauen. Und da haben wir einfach, also sie haut es raus und macht ja diese Hashtags und was es so braucht und die geben mir halt her. Nein, und schon einen Drink! Das ist süß, das ist wie das Baby von einem großen Drink. Hanky panky, that's what happens when you're not careful doing a hanky panky. So. But you get a baby! Wir haben auch deutsch sprechende Zuschauer, bitte. Also, ja, hanky panky ist Techtelmechtel. Und wir kennen ja, was da passieren kann. Und das ist süß. Wenn ich sowas kriegen würde, würde ich nicht so gut aufpassen. So, okay. Nee. Also ich glaube, dass es, wenn wer was zu erzählen hat oder ein Thema hat, oder also wie sich wie das auch mitkriegt bei anderen Freunden von mir, die Musik machen oder Visuals oder weißt du, irgendwie so Zeugs. Wie die, also wie geil ist es, mit jemandem zusammenarbeiten zu können, der irgendwo anders sitzt, aus einem komplett anderen, weil er nicht kulturell, wie auch immer, in einer ganz anderen Lebensrealität, aber diese Gemeinsamkeit sich findet und sich ohne, dass man da wahnsinnig viel Geld braucht oder weißt du, so Dinge, dass das möglich ist, halte ich für, also finde ich total großartig, was da alles geht. Ich glaube, also ich hatte dann so ein inneres Bedürfnis nach so einem, ich hätte immer gerne, dass es für alles einen Führerschein gibt, obwohl es ja auch blöd ist, aber so dieses, ja, dass jeder, irgendwie einerseits ist es egal, dass jeder alles machen kann, weil wer soll sonst bestimmen, wer jetzt das Werte, also wer diesen Raum jetzt nutzen kann oder nicht. Aber ja, dass es realer ist als die Realität, das kann ich mir schon auch vorstellen. Ich meine, gut, wenn ich im Gefühl bin, sind, wenn ich mir da, also ich auch genauso Phasen gehabt, wo ich ein bisschen, also quasi einkauft vom Fernseher herumliege und man sich dann halt vier Staffeln von, weiß ich nicht, Friends reinzieht und dann hast du auch das Gefühl, das sind deine Freunde. Das kennen wir ja alle, das ist ja auch irgendwie cool, das ist ja auch Unterhaltung. So, das ist dann immer dieses Maß- und Zielding und da jetzt hat man halt, kann man vom Hundertsten ins Tausendste und gar nie wieder runterschalten. Ich fände es, glaube ich, ich finde es schade, ich glaube nicht, dass es uns in was künstlerische Dinge betrifft, glaube ich total, dass es uns näher bringt zueinander, was so dieses einfach das Leben dokumentieren und jeder kann alles sein, glaube ich, bringt uns nicht unbedingt näher zusammen, weil wir eben nicht unsere Schwächen keine Rolle spielen dürfen. Aber vielleicht wird das auch ein Trend, vielleicht ist das dann das Hochglanz irgendwie fad. Und ich kann mir das gut vorstellen, wenn ich sowas machen würde und jeder Moment quasi unter Umständen festgehalten wird von mir via Selfie-Ding. Natürlich stehe ich dann auf und auch, wenn ich den ganzen Tag nur zu Hause chill, male ich mir dann ein Gesicht auf. Was meinst du? Also kann man jetzt sagen, es tut ja niemandem weh, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir uns gerne so zeigen, wie wir wirklich sind der Welt. Vielleicht gibt es das irgendwann, dann werden wir das nochmal sehr spannend. Ein bisschen mehr Echtigkeit. Großartig ist es bitte für Künstler und Künstlerinnen, also dass man nicht mehr jemand sein muss und schon diese Kontakte haben und eh schon da oben, dass man irgendwie, dass die Leute, also ich glaube, das, was mein Opa immer sagt, ist so, wahres Talent lässt sich nicht verstecken. So, das eben früher gerne an dem Aufgang, wenn ich gedacht habe, okay, dann werde ich schon irgendwann durchbrechen. Aber das, was ich schon glaube, ist, dass Menschen da die Möglichkeit haben, einfach unabhängig von ihrem gesellschaftlichen Status oder was, ihre Sachen rauszutragen und dass, wenn das gut ist und von Herzen kommt oder authentisch oder was auch immer, wenn die Leute das erkennen. Ich glaube nicht, dass die Leute oder auch jetzt junge Leute depperter werden, nur weil sie sich ständig mit sowas befassen. Ich glaube schon auch, dass man da wahrscheinlich Nuancen erkennt und dass die vielleicht viel besser drin sind, zu detektieren, was ist authentisch und wo werde ich
wo wer die verarscht, ne? So, also vielleicht hat das eh auch so einen, und da freue ich mich total für Menschen, die sonst nicht die Möglichkeit gehabt hätten, ihre Sachen herzuzeigen, dass das jetzt möglich ist. Also mehr wie ein Handy brauchst du halt nicht, in Wahrheit. So, finde ich schon eine richtig coole Sache. Ich glaube, wenn ich Bilder malen würde, würde ich das vielleicht auch nutzen. Eher als jetzt, wenn ich sage, es geht aber wem, was ist meine Kunst, also bin ich eigentlich selber. Ja. Machst du Musik, ja? Nein, das lasse ich andere Leute machen. Aber ich habe mir in der ersten Corona-Ding nur zu deinem, ich war eigentlich super auf TikTok, weil ich eine Polstange in mein Zimmer geschraubt. Weißt du? Du kannst Polen. Ja, ich habe mir das jetzt selber. So, das heißt, da kann man immer, das Boxen. Ist ja ein hart, also das ist ein richtig harter Sport. Die Nacktheit kommt, weil man die sich ja mit jeder Stelle an der Stange festhalten muss, die irgendwie geht. Und. Genau, da hängt und das ist auf kleinstem Raum das größte Workout. Das war, glaube ich, meine größte Errungenschaft. Und weil ich meinen Papa immer schon früher, wenn er gefunden hat, ich soll doch was Sinnvolles machen, dann habe ich gesagt so, das war ein großes Gespräch. Ich habe gesagt, also bevor ich mich knechten lasse und dann irgendwie 50 Stunden in irgendeinem Büro vor irgendeinem Computer hänge, da tanze ich doch lieber an der Stange. Und dann hat er gesagt, na okay, aber wie lange kann man... Also wie viel und wie lange kann man von meiner Stange dann verdienen? Und dann hat er, damals war ich keine Ahnung, Anfang 20, in einer Autofahrt und dann, das finde ich so erfrischend an ihm, oder dass ich das wirklich so mit mir durchgedacht habe. Und sagen, na sagen wir mal, du kannst an der Stange tanzen, bis du 40 bist, dabei so, oh mein Gott, wie süß, dass mein Papa glaubt, wenn ich 40 bin, zahlt immer noch jemand dafür, dass ich mich ausziehe. Jetzt denke ich mir, wer es wird niemand mehr zahlen, wenn ich mit 40 bin, das ist voll bald. Ja. Genau, also wenn alle Stricke reißen, dann sind sie an der Stange. Verstehst du? In meinem TikTok-Channel. Als Oma dann, ich glaube, wenn ich alt bin, dann mache ich das. Wenn ich richtig alt bin und diese ganzen Social-Media-Sachen, was sie sind, dann weiß ich auch nicht.